Okay, wir gucken uns mal das ein oder andere Video an. Okay, pass auf, KuchenTV hat ein Video zu Pinky Close gemacht. Pinky Close und der Hate der Femme-Extrem. Ich hab keine Ahnung, was ein Pinky Close ist. Ich hab da keine... Das soll dies... Also, ich weiß nur, dass irgendwas mit einem Handschuh zu tun hat. Das habe ich bei Drama Detective gesehen, aber das war's dann auch. Mir ist da nicht viel hängen geblieben von der ganzen Thematik. Komm, wir gucken uns jetzt an. Jo, Freunde der Investoren. Auf Vox gibt es die Sendung Höhle der Löwen. Alter, ey, ohne Scheiß, ich habe mir jetzt gerade in letzter Zeit öfter mal Höhle der Löwen angeschaut. Ist echt geil, die Sendung. Ist wirklich geil. Tommy, ich grüße dich, Bruder. Ist echt eine geile Sendung. Macht Bock, den Scheiß rein. Leute, wer guckt sich das auch manchmal an? Eins in den Chat, wer manchmal Höhle der Löwen schaut? Ich find's stark. Warum eigentlich nicht LöwInnen? Aber egal. Da können Leute ihre super krassen Produkte vorstellen. Ungefähr so hier. Wann brauchen wir Nahrung? Wenn wir hungrig sind. Ich präsentiere ihren neuen Slogan. Hunger auf Äpfel? Mehrere Investoren hören sich das Ganze dann an und wenn sie die... Das ist ein echt absolut kranker Einspieler gewesen. ...die gut finden, dann können sie für einen bestimmten Geldbetrag eine bestimmte Anzahl an Firmenanteilen kaufen. Also, sie gefällt Ihnen? Sie kaufen die Idee? Ja. Oh mein Gott, vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. So auch bei der letzten Folge geschehen. Da haben die Jungs von Pinky Gloves einen Investor gefunden. Aber was soll das überhaupt sein? Pinky Gloves sind rosane Handschuhe für Frauen, die man sich anzieht, wenn man seinen Hygieneartikel während der Periode wechseln möchte. Dadurch soll das Ganze halt hygienischer sein. Man kommt ebenfalls nicht mit dem Blut in Kontakt und kann den Handschuh halt direkt auf links drehen, wo man dann den Hygieneartikel direkt eingeschlossen fest drinne hat. Das Ganze kann man dann mit einem Klebestreifen zumachen. Das Ganze ist geruchsneutral und undurchlässig. Sollte es zum Beispiel halt keinen Mülleimer geben, dann kann man sich diesen Pinky einfach in die Hose stecken und einfach beim nächsten Mülleimer entsorgen. Schauen wir uns doch... Braucht es dafür einen Handschuh oder eine neue Erfindung? Ist der Handschuh, ist das ein normaler Einweghandschuh oder wie? Also du steckst dir den ein, machst den drum und dann schmeißt du es einfach weg. Was ist denn das? Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Das ist ein normaler Einweghandschuh. Also wenn das ein normaler Einweghandschuh ist, dann ist es die krankeste Erfindung aller Zeiten. Oh shit, an dem Einweghandschuh ist ein Klebestreifen. Stimmt. Ja, nee, dann ist es die andere Erfindung, muss ich euch sagen. Jetzt bin ich gespannt. Einfach mal an, wie das Produkt funktioniert. Der Handschuh wird entfaltet, ganz intuitiv angezogen. Jetzt kann der Tampon hygienisch entnommen werden. Dann wird der Handschuh auf links gezogen, zusammengerollt und mit dem integrierten Klebestreifen verschlossen. Intuitiv. Holy shit, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. Warum bin ich auf so eine hochintelligente Idee noch nicht gekommen? Alter, okay, das ist krass. Tief, also ohne darüber nachzudenken. Muss man denn bei anderen Handschuhen darüber nachdenken, wie man sich die anzieht oder was? Hey, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Ja, Digga, was weiß ich bin keine Frau. Aber dafür habe ich eine neue, heftige Idee, meine Freunde. Und zwar diesen Schuh hier, den man sich ganz intuitiv anziehen kann. Endlich hat man nicht mehr solche Probleme hier. Aber hat er schon recht, das war ein Handschuh, ne? Kommen zwei männliche Personen eigentlich plötzlich dazu, so ein Produkt zu entwickeln? Wenn man mit mehreren Frauen in einer WG wohnt und nur ein Badezimmer zur Verfügung hat, dann ist ja logischerweise klar, dass man ab und zu mal auch einen Blick in den Mülleimer wagen muss. Nach einer Zeit riecht das unangenehm und man sieht es einfach, weil das Papier, das Nest durch, das ist einfach ziemlich unangenehm. Da sind direkt mehrere Aussagen drin, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Stell dir mal uns mit einer Frau zusammen, öffnest den Badmüll und siehst dann rotes Toilettenpapier, weil darin ein Tampon eingewickelt ist. Was soll daran jetzt so schlimm sein? Also abgesehen davon, dass die Periode was komplett Normales ist, ist auch Blut komplett normal. Außerdem sollst du den Müll dir nicht 10 Minuten lang angucken, sondern du wirfst das rein, was du wegwerfen möchtest, dann machst du den Müll wieder zu und siehst es nicht mehr. Also wenn ein bisschen Blut in dem Mülleimer für dich wirklich ekelhaft ist, dann solltest du dir Gedanken... Ey, ich find's mega widerlich. Leute, ich find's unfassbar widerlich, wenn da ein Tampon drin ist. Also, das ist ja unmenschlich, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Also, da muss ich dann meistens mich übergeben und so. Deswegen, ich finde die Erfindung schon richtig und wichtig, ja. Ey, imagine, ihr kommt auf so eine Idee und geht zu der Höhle der Löwen, um dieses Produkt vorzustellen. Also, wenn das irgendjemand geil findet oder stark findet als innovatives Produkt, dann tut mir alles weh.
machen. Das mit dem Stinken kann ich natürlich komplett nachvollziehen und ich habe wochenlang überlegt, was man dagegen machen kann, bis ich diese innovative Idee entwickelt habe. Kennen Sie das? Sie werfen alles Mögliche in den Müll. Zum Beispiel diese Einwegmaske, die Sie schon ein Jahr getragen haben, die benutzte Unterwäsche, die Sie aus dem Waschkeller Ihrer Nachbarin geklaut haben oder auch den benutzten Tampon Ihrer Nachbarin, den Sie aus dem Müll gefischt haben, um sich daraus einen Tee zu machen. Puh, das Ganze fängt ganz schön an zu stinken. Ich habe jetzt was ganz Neues entwickelt und zwar kann man einfach diese Tüte hier rausnehmen aus dem Mülleimer und zwar ungefähr so hier. Dann kann man das Ganze einfach integriert in diesen Müllbeutel zusammenknoten und damit kann man das Ganze in eine sogenannte Mülltonne. Alter, wie hat er das gemacht? Das sieht eben, also ist ja mega gut gewesen. Er hat das extra noch ein bisschen unscharf gemacht, weil hier überall seine Adressen drauf standen, oder? Die befindet sich meistens in der Nähe Ihres Wohngebäudes. Dann machen Sie einfach eine neue Mülltüte rein und schon haben Sie nie wieder stinkenden Müll. Wow, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Die Einwegmaske nutze ich nochmal. Vor allem verstehe ich das mit dem Stinken sowieso nicht. Ich wohne ja seit Jahren mit meiner Freundin zusammen und es hat noch nie irgendwie schlimm gerochen oder sonst irgendwas. Generell habe ich da noch nie einen Duft wahrgenommen. Aber selbst wenn man vielleicht auch als Frau sagt, okay, das sind tatsächlich Dinge, die mich stören, selbst dann gibt es halt schon deutlich bessere, umweltfreundlichere und günstigere Alternativen. Zum Beispiel diese Hygienebeutel. 100 Stück kosten gerade mal 7,50 Euro und laut den Amazon-Rezensionen sind die undurchlässig und geruchsneutral. Oder auch die Lab Little Bags. Da kosten 125 Stück 25 Euro. Die sind sogar mega umweltschonend und sind quasi das gleiche, nur ohne Handschuhe. Und bei den... Monte würde jetzt sagen, nimm doch einfach Hundebeutel, weil Frauen sind ja wie... Nee, du, das hätte er nicht gesagt. Alles gut, Leute, alles entspannt. DM gibt es ebenfalls diese Hygienebeutel, da sollen 50 Stück 1 Euro kosten. Der Artikel ist aber momentan nicht verfügbar, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt. Und wie teuer ist nochmal der Pinky? Mit 12 Stück kostet UVP wie viel? 2,99. Rechnen wir das Ganze einfach mal runter. Ein Pinky kostet 25 Cent, ein Hygienebeutel kostet 7 Cent, diese Farb Little Bags kosten runtergerechnet 19 Cent und diese DM-Dinger mit Lavendel... Digga, das triggert mich jetzt schon, dass er das nicht in Reihenfolge gesetzt hat. Warum macht er nicht erst Pinky, dann Little Bags, dann Hygienebeutel und dann DM-Dinger? Damit das hier einheitlich drunter steht. Also das tut weh, ja. Es gibt also bereits umweltfreundlichere und günstigere Alternativen, die man sich kaufen kann. Selbst bei den Little Bags, die ja im Vergleich zu den anderen beiden Konkurrenzprodukten schon ziemlich teuer sind, haben die wenigstens den Vorteil, dass sie zu 70% aus Pflanzen hergestellt werden, also mega umweltschonend sind. Der Pinky ist zwar zumindest aus TPE-Plastik, was schon mal umweltschonender ist als normale Plastikbehälter, allerdings gehört es halt trotzdem in den Plastikmüll. Damenhygieneartikel gehören allerdings in den Restmüll. Passt nicht so ganz zusammen. Und selbst wenn man jetzt sowas sagt wie, ja, aber der Handschuh, der ist ja gut, weil da muss man da unten nämlich nicht mit seinen dreckigen Fingern hinfassen. Ich meine, du kannst dir diese Little Bags wahrscheinlich auch einfach umgedreht über die Hand ziehen, dann kannst du das... Und dann kannst du dir das Ding rektal einführen, ja? ...da machen, was du machen musst, und dann kannst du das ebenfalls einfach wieder rüber... Ach so, lol. Das habe ich jetzt missverstanden, ja? Miese Prise an der Stelle, ja? Toni, moin. Überziehen und kannst es genauso entsorgen wie die Pinky-Dinger, nur dass du bei jedem Artikel 6 Cent sparst. Aber warum sollte man diese Tüten eigentlich nicht benutzen? Weil diese Tüten, da muss die Frau im Prinzip den Tampon entnehmen, die Tüte ausweiten und irgendwie das reinwursteln. Ja, so ein Tampon oder eine Binde in so eine riesen Tüte. Krass, nee, also in der Haut möchte ich nicht stecken von der Frau. Eine ganze Tüte aufzumachen. Lieber einen Handschuh über die Hand stülpen, was auch ein übelster Krampf ist, um das dann zu greifen. Anstatt eine Tüte aufzumachen, Tampon rein, zuzumachen, das war's. Ey, stimmt, aber auch eine kranke Erfindung. Ist wirklich eine kranke Erfindung an der Stelle. Wirklich krass. Reinzumachen, das kann schon wirklich super anstrengend sein. Wer kennt es denn nicht? Das ist ja quasi genauso schwer wie bei der Kirmes, 3 Basketbälle hintereinander zu treffen, wo der Ring 1 cm breiter ist als der Ball. Da kann man gerne mal 18 Cent pro Artikel mehr ausgeben. Und dann lügen sie halt auch noch in der Vorstellung. Viele Frauen verzichten deshalb sogar komplett auf Ausgehen oder Hobbys, wenn sie ihre Periode haben. Also, ich kenne keine Frau und habe auch nichts im Internet dazu gefunden, dass man aufgrund der Entsorgungs... Junge, ist das schon wieder so ein Jörg Milski-Argument? Er spricht jetzt aus Erfahrung, dass er keine Frau kennt, die deswegen irgendwo mal nicht mitgegangen ist. Das ist doch Jörg Milski, oder? Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere,
müsste das laut dekadenten Jürgen Milzki-Argument sein. Und das wird Dekadente auch nochmal ansprechen, ne, dass Jürgen Milzki hier nochmal angewendet wurde. Weil er kennt ja keinen. Probleme während seiner Periode nichts mehr unternimmt. Wenn man zu Hause bleibt, dann viel, viel eher wegen den Schmerzen, die man währenddessen hat und nicht, weil man sich denkt, oh, aber wohin mit dem Tampon? Ach Bruder, schick den einfach rüber, ich mach mir einen leckeren Tee draus. Was kann ich also dazu sagen? Ich persönlich finde dieses Produkt absolut Schrott. Es gibt bessere und günstigere Alternativen, die deutlich umweltschonender sind. Im Endeffekt ist das einfach nur ein Plastikhandschuh mit einem Klebestreifen dran. Wie die wohl darauf gekommen sind? Was ich dazu ebenfalls so ein bisschen problematisch finde, ist halt die Tatsache, dass wieder mit der Farbe Pink geworben wird. In unserer Gesellschaft gibt es halt leider noch Geschlechterrollen. Das sieht man ja auch direkt als Baby. Jungs mögen blau und Mädchen mögen natürlich rosa. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber genau damit wird bei diesem Artikel wieder gespielt. Die Farbe des Unternehmens ist ganz klar pink, aufgrund dessen, dass man sagt, naja, wir wollen ja Frauen damit anziehen und Frauen mögen pink, das ist cool und deswegen machen wir das. Finde ich persönlich nicht so gut, weil die Geschlechterrollen soll... Ich würde es auch feiern, einfach das nicht pink zu machen, sondern rosa. Sollte man eigentlich abschaffen, als sie noch weiter in neuen Produkten zu bestärken. Allerdings hat sich das Ganze sowieso geklärt, denn sie haben zwar einen Investor gefunden, der für 30.000 Euro 20% der Firmenanteile bekommen hat, allerdings haben sie ein Statement auf ihrer Seite abgegeben, dass sie mit Pinky sofort aufhören. Und zwar liegt das Ganze daran, dass sie von den Femme-Extrem einfach komplett in den Boden gehatet worden sind. Das ist nicht mal das Schlimmste. Sie haben unter anderem auch Gewalt- und Morddrohungen erhalten und wurden sogar auf offener Straße attackiert und beschimpft. Weil sie ein Produkt rausgebracht haben, was einigen Leuten nicht gefällt. Stellt euch einfach mal vor, dass jeder, der ein Produkt rausbringt, was einem anderen nicht gefällt, auf offener Straße attackiert und beschimpft wird. Wow, was wäre das für eine tolle Welt, oder? Was ich auch einfach unfassbar dumm finde, sind so Postings wie von Zeit Online. Der erste Absatz hier, der ist absolut in Ordnung, aber dann dieses, wer könnte besser wissen, wie das funktionieren kann, als zwei Cis-Männer aus dem Münsterland, die sich bei der Bundeswehr kennengelernt haben. Cis-Mann heißt einfach nur, dass man ein Mann ist, der sich auch als Mann fühlt. Ihr wollt also den Leuten absprechen, sich mit Problemen von Frauen beschäftigen zu dürfen, aufgrund ihres Geschlechts oder was? Wäre es denn besser, wenn es zwei schwule Männer gewesen wären? Das ist halt einfach maximal Sexismus, was ihr da verbreitet, weil aufgrund des Geschlechtes dürfen sie sich nicht mit diesen Problemen beschäftigen. Genauso Alright. Verstehe ich nicht so ganz, was das Ganze mit der Bundeswehr zu tun hat. Warum wird das hier in so einem negativen Kontext erwähnt? Wäre es besser, wenn die beiden Frauenärzte oder Balletttänzer wären? Es wäre doch genau das Gleiche, oder nicht? Absolut widerlicher, einfach nur runtermachender Beitrag von Zeit. Props auf jeden Fall an euch. Wenn das Produkt gut oder innovativ gewesen wäre, dann hätte sich keiner darüber beschwert. Schade eigentlich, ne, dass die mit dem Produkt dann nicht weitermachen. Ich persönlich hätte es mir auf jeden Fall gekauft. Weil ich mir gelegentlich auch Tampons nehme, sie in Alkohol einlege und dann mir rektal einführe, damit ich betrunken werde. Macht es auf jeden Fall nicht nach. Es ist nicht gut. Bei Frauen entwickeln hätten. Ihr hättet das alle einfach ohne zu zögern benutzt. Aber weil sie jetzt was rausgebracht haben, was man zu Recht kritisieren kann, wird natürlich direkt auf das Geschlecht gegangen. Und Männer wollen sich wieder mit Frauenproblemen beschäftigen. Wenn ihr wüsstet, welche Produkte von Männern entwickelt worden sind, die nur Frauen benutzen, dann dürftet ihr wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Aber auch solche Kommentare wie, die wollen doch nur helfen. Ja, sie wollten helfen und natürlich Geld verdienen, wie jeder andere Mensch auch. Kritik ist immer gut, aber diese runtermachenden Kommentare, teilweise mit Beleidigungen oder Bedrohungen, gehen natürlich einfach gar nicht fit. Was macht ihr denn bitte den ganzen Tag in eurem Leben? Ihr hängt den ganzen Tag auf Social Media rum. Ich mach den ganzen Tag einfach nichts. Und danach, nachdem ich nichts gemacht habe, mache ich nochmal nichts. Alter, das ist so ein kranker Lebensstil, ich sag's euch. Wartet wahrscheinlich, dass irgendwer für euch einen Fehler macht, um den mit der ganzen Bubble dann komplett runterzumachen. Zwei Typen hatten hier vielleicht nicht die beste Idee, aber haben sich zumindest hingesetzt, haben an einem Produkt gearbeitet und wollten die Welt ein Stück besser machen. Ja, das hat dieses Mal nicht geklappt, aber anstatt, dass das irgendwie mal angesehen wird, dass die sich mit sowas befassen, werden sie halt runtergemacht von Leuten, die einfach gar nichts in ihrem Leben reißen und es nicht mal hinkriegen würden, irgendein Produkt zu entwickeln. Diese Selbstständigen wurden von dieser Bubble jetzt komplett kaputt gemacht, weil sie selbst im Privatleben Anfeindungen ausgesetzt worden sind. Dass so ein problematisches Verhalten dieser Femme-Extrem. Gut, ist halt einfach nur ein Produkt gewesen, ja. Also da jetzt Anfeindungen drauf zu schieben oder so, ist halt absolut todescringe und dumm. Weil, was hat man davon, jemanden jetzt irgendwie zu hassen, der ein Produkt hergestellt hat? What the fuck, Alter? Also wäre es jetzt irgendwas ganz gravierend Schlimmes, aber die wollt ja damit, das ist ja nichts Verwerfliches oder so.
ist halt in meinen Augen ist es jetzt nichts Schlaues, weil gibt es viele Alternativen, aber es ist jetzt auch nichts Verwerfliches, ne? Überhaupt niemanden interessiert und gar nicht thematisiert wird, ist halt wirklich einfach absolut traurig. Stellt euch mal vor, Frauen hätten was für Männer entwickelt und Männer hätten das nicht gut gefunden und hätten sie dann ebenfalls so angefeindet. Da hätten wir uns von der Zeit Online aber ganz schön was anhören können, meine Freunde. Finde ich, wie gesagt, einfach nur maximal ekelhaft, wie da mit den beiden umgegangen ist. Wie gesagt, haben sie das Ganze jetzt da eingestampft. Finde ich persönlich nicht mal traurig, weil das Produkt war halt echt nicht gut. Für die beiden ist das natürlich aber trotzdem doof. Was sagt ihr dazu? Ja, Cringe-Beitrag auf jeden Fall, deswegen gibt es ein Like. Ja, Pinky Claus for the win. Ja, die Müllbeutel-Idee ist zwar gut, aber ich finde das Verschließen des Müllbeutels nicht intuitiv genug. Ja, du kannst das halt auch so einfach verschließen, ne? Also einen Beutel kann ich auch so verschließen, da brauche ich keinen Handschuh dafür, wisst ihr? Da kann ich auch einen Knoten in den Handschuh reinmachen.